Vorgestern saßen die Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin und haben darüber beraten, wie es weitergeht in Sachen Lockdown, Schließung von Geschäften, von Schulen, von Kitas, von vielem, was unser gesellschaftliches Leben ausmacht. Und ich denke, Sie haben alle gehört, was dabei rauskam. Die Läden werden hier ab Montag wieder öffnen und auch Schülerinnen und Schüler werden schrittweise zurückkehren in die Schulen. Was aber bedeutet das für die Kirche? Und da wurde eine Frage immer lauter: Wie systemrelevant sind wir als Kirche eigentlich heute? Die Kirchen haben sich von Anfang an relativ bedeckt gehalten, haben das mitgemacht, was von der Politik gefordert wurde. Das heißt, wir haben uns schon wochenlang nicht mehr hier in der Johanneskirche zum Gottesdienst treffen können. Unsere Gruppen und Kreise fallen aus und vieles, was uns als Gemeinde ausmacht, kann im Moment nicht stattfinden. Wie lange wird dieser Einschnitt in unsere Religionsfreiheit noch dauern? Im Moment sitzen Vertreterinnen und Vertreter der großen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften zusammen und beraten darüber. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommen wird. Und doch ist es eine Frage, die jeder von uns sich stellen muss. Was ist mir persönlich eigentlich wichtig an der Kirche und was fehlt mir im Moment? Etwas, was mir persönlich als Botschaft immer wichtig ist und was meinen Glauben ausmacht, ist dieses Thema Hoffnung. Hoffnung zu vermitteln, auch Trost zu spenden, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen im Moment nach draußen tragen wollen. Und das wird auch vielfältig getan durch verschiedene Angebote im Internet, den digitalen und sozialen Medien, aber auch anderes wie die Telefonseelsorge und Dinge, die in die Haushalte verteilt werden, haben den einen oder anderen erreicht. Und das ist gut und das ist ein Schatz, der sich in dieser Zeit entwickelt. Hoffnung und Trost, da spielt letztlich die Frage mit, was trägt mich persönlich? Was gibt mir Kraft und Mut, durchzuhalten, jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise, aber auch sonst in schwierigen Situationen meines Lebens? Das Gebet ist etwas, was mich hält, besonders in dieser Zeit. Im Gebet mich an Gott zu wenden, an den, auf den ich mich immer wieder zurückfallen lassen kann und zu wissen, ich bin verbunden mit Millionen anderer Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, besonders auch mit Menschen, denen ich nah bin. Das Gebet, der Glaube, Vertrauen an eine Zukunft, in der Gott uns trägt und weiterhilft, ist das, was wir als Kirche immer wieder stark machen, auch in der Gesellschaft. Und deswegen, denke ich, sind wir systemrelevant. Der große und kluge Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, das müssten wir lernen, dass wir in einer Welt leben müssten ohne Gott und das Ganze vor Gott. Wir merken momentan, wo die Grenzen sind, unsere persönlichen, aber auch die Grenzen der Medizin und Forschung. Es wird viel getan und wir können viel bewältigen. Und ich bin sicher, auch gegen diese Covid-19-Erkrankung wird eines Tages ein Medikament und eine Impfung da sein. Aber bei all dem werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass es Grenzen gibt. Und da stehen wir vor Gott und wir vertrauen uns an und wissen uns geborgen in seinen Händen. Ich wünsche Ihnen, dass diese Zuversicht und dieses Vertrauen auch Sie trägt in diesen Tagen. Und ich wünsche uns, dass wir uns bald wieder hier sehen können in der Johanneskirche. Bis dahin bleiben Sie behütet.